Klar, den Nikolaus und sein Nikolaushaus. Ja, ich bin hier am Rudolfplatz, am Nikolausdorf mit dem Elch Rudi, dem Maskottchen des Dorfes. Und ich hätte natürlich ein paar Fragen an ihn, zum Beispiel, was denn hier die Besonderheiten des Dorfes sind. An unserer Information übrigens erhaltet ihr die Originalbriefmarke vom Nikolausdorf. Der Elch sagt, last Christmas war uns zwar schön, aber dieses Jahr ist es noch schöner hier im Nikolausdorf. Nee, was ist das schön, ne? Ich stehe mit dem Herrn Hardy jetzt hier an dem Nikolausdorf vor dem Elchskopf und er möchte uns jetzt gerne nochmal sagen, warum er den Elchskopf denn fotografiert hat. Weil es mal was anderes ist als wie auf den anderen Weihnachtsmärkten, ne? Und sieht auch sehr gut aus. Ja, und Sie hatten auch eben gesagt, Sie kennen auch den Künstler des Elchskopf. Ja, das ist der Detlef Lauenstein von den drei Söck. Ah, okay. Und was hat er sonst noch für Werke gebracht? Karnevalslieder. Ne? Ist hauptsächlich im Karneval unterwegs, hat auch noch eine Weihnachtsveranstaltung. Ja? Und ist ein sehr bekannter Künstler in Köln. Alles klar, dann vielen Dank und noch bitte. Viel Spaß am Nikolausdorf. Danke. Ich stehe hier jetzt mit dem Herrn Hess an der Genussmanufaktur und ich würde ihn natürlich jetzt gerne fragen, was die Genussmanufaktur natürlich ausmacht und wie der Name zustande kommt. Ja, hallo. Also, meine Schwester, ich mache das mit meiner Schwester zusammen und wir haben uns vor 9 Jahren zusammengetan. Wir waren alle beide am Scheideweg, wollten was Neues machen. Wir haben gesagt, wir möchten die beste Manufaktur dieses Universums erschaffen, vor allem von Deutschland. Wir wollen wieder mal ehrliche, aus tiefstem Herzen ehrliche, saubere und vor allem Lebensmittel mit Urgeschmack machen. Und das ist einfach unser Ziel und das ist das, was wir auch umgesetzt haben. Schaut euch unseren Laden an. Wir haben über 300 Produkte heute, viele eigene Produkte. Wir sind eine Biomanufaktur, stellen auch selber her, aber nicht alles. Wenn wir zukaufen, muss es natürlich auch genau so sein, wie wir das haben wollen. Aber wir wollen den Menschen einfach mal wieder tolle Lebensmittel, weißt du? Wie oft geht man in einen Bioladen, kauft etwas und schmeckt nach nichts? Es ist sauberes Lebensmittel, aber schmeckt nach nichts. Bei uns bekommt ihr Lebensmittel, die sind unglaublich hochwertig, aber die schmecken unfassbar gut. Und das ist unsere Manufaktur. Und wir haben zum Beispiel Balsamicos mit fast 40% Muttersaft, hat kein anderer, das schmeckt unfassbar gut. Schokolade zum Beispiel. Haben wir fast 70 Schokoladen, die machen wir nicht selber diesmal, die entwickeln wir selber, die macht ein österreichischer Schokolatier für uns. Aber man muss ja auch nicht alles selber machen. Also wir gucken einfach, was machen wir selber, was lassen wir anfertigen, aber es muss einfach tolle Lebensmittel sein und es muss Urgeschmack sein. Das zeichnet uns so ein bisschen aus. Und ich durfte sogar eben selbst in den Genuss kommen. Sie hatten mir eben eine Kostprobe der Schoko-Bratapfel-Version gegeben. Sie hatten auch gesagt, das wäre so ein bisschen der Bestrenner oder der Bestläufer hier. Gibt es auch noch andere Geschmacksvariationen, die sehr gut laufen hier? Ja, also die Bratapfel ist ja auch die Kölner Weihnachtsschokolade, deshalb läuft die wahrscheinlich auch besonders gut. Aber wir haben immer eine Schokolade des Jahres, die ist dieses Jahr Sultans, heißt sie. Das ist eine Walnuss-Dattel-Schokolade. Letztes Jahr war es die Grapefruit-Rosmarin-Schokolade. Also ihr seht schon, wir sind ein bisschen anders als andere, wir ticken nicht anders. Das ist so aus dem täglichen Leben. Ich war in Split, habe einfach ein Eis gegessen, es war Rosmarin und Grapefruit und dachte, das ist unsere neue Schokolade. Einfach, es macht einfach auch Spaß, kreativ zu sein und Spaß, etwas Tolles eben zu erfinden. Und die Sultans, also die Walnussdattel, ist ein Knaller geworden. Absolut. Oder hier, wir haben auch ein Erdbeer-Gin-Basilikum oder eine Heidelbeer-Espresso-Muffin. Also wir sind sehr abgedreht. Aber auch eine tolle Nougat-Schokolade, wenn einer nur gerne Nougat isst. Kein Problem. Und Sie sind jetzt hier am Nikolausdorf. Sind Sie immer hier am Nikolausdorf, jedes Jahr zum Weihnachtsmarkt? Und wenn ja, was ist so das Besondere hier? Wo sind Sie das Besondere? Warum sind Sie immer hier ansässig? Also ich war 2 Jahre am Dom, dann gab es einen Betreiberwechsel und ich muss sagen, Dom mit den ganzen Touristen war eh nicht unser Markt. Die schleppen keine 50 Flaschen nach Hause, weißt du? Die Kölner, das ist vor allem hier ein toller Kölner Markt, die Kölner schleppen hier 15 Taschen nach Hause, weil die so begeistert sind. Deshalb ist das einfach ein toller Markt. Ich war auch 5 Jahre im Stadtgarten, aber die haben einfach ein tolles Konzept, Wechsel, Wechsel, Wechsel. Das funktioniert irgendwie nicht. Und die hier ist ein Betreiber, der ist wirklich... Ja, der macht das für die Betreiber auch, aber auch für die Gäste. Ich muss sagen, es ist ein wunderschöner Markt und ich gehe hier nicht mehr weg. Ich habe hier eine Riesenbude, ich werde einfach geliebt und ich habe mir meine Leute,
es ist ein toller Markt. Und es ist vor allem ein richtig schöner Kölner Markt. Und die Leute, die ihn noch von früher kennen, ich sage nur allen, kommt hierher, es ist ein wunderschöner neuer Markt. Und es ist von Herzen ein herzlicher Markt, ganz toller Markt. Also, warum schenkt ihr dann heute hier Glühwein aus? Ja, es ist der 1. Dezember, das heißt, es ist Welt-AIDS-Tag und eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Ich meine, es ist natürlich eine Krankheit, mit der man heute gut überleben kann, aber es ist trotzdem immer noch auch viel ein Tabuthema. Und gerade Menschen, die betroffen sind von der Krankheit, haben immer noch Angst vor Anfeindungen, vor Ausgrenzung und genau darauf wollen wir aufmerksam machen. Und es muss noch viel getan werden. Und da haben wir gedacht, schenken wir heute ein bisschen Glühwein aus zugunsten der AIDS-Hilfe Köln. Und wie wird es angenommen? Ja, wie viel hast du schon gezapft? Ja, ich muss ehrlich sagen, wir sind ja blutige Anfänger, was Zapfen angeht und es darf noch mehr werden. Also ich muss noch ein bisschen mehr üben, aber es läuft ganz gut. Also es sind schon viele Leute da, wir haben schon tolle Spenden bekommen auch. Also schön zu sehen, dass die Kölner da wirklich einiges tun. Wir sind besser im Trinken als im Zapfen, aber okay. Jeder hat seine Stärken. Verdient, ne? La la la, komm sing mit la la la, ja und du bist ein Schunkel, la la. Und ich spende, da hört die Musik auf, wie immer. Last Christmas, I gave you my heart.